Möchtest du würfeln? Nee. Ich möchte ihnen einfach nur ein bisschen Mut zusprechen. Okay. Und ich würde dann auch ganz gerne nochmal ganz kurz privat mit meinen beiden ehemaligen Sklaven reden. Ukraba und Namen vom Mann habe ich vergessen. Ihr beide, wenn ihr in dem Dorf seid, könnt ihr bitte ein Auge auf Jalan halten. Auf. Mir gefällt seine Art in letzter Zeit nicht. Obwohl, habe ich festgestellt, dass hier der Mann ziemlich dumm ist? Alter! Also der Sklave, nicht du. Du hast dich nicht so wirklich viel mit dem beschäftigt. Du ja, hast dann, die, dann du hast die gekauft, beiden. Die können kämpfen. Ja, in der Not steht er ist dumm. Ich dachte, vielleicht habe ich es deswegen festgestellt. Ja, dann schicke ich die beiden einmal los und sage hier, behaltet den im Auge. Irgendwie vertraue ich dem nicht mehr so richtig. Habt ihr Angst, dass er den 12 Göttern abhanden gekommen ist? Das ist richtig. Sollen wir ihn umbringen? Nein, ihn nur im Auge behalten. Weil wenn ihr irgendwas Merkwürdiges einem auffällt, dann sagt mir Bescheid. Das werden wir. Ja, mit einem Nicken. Ich hoffe für euch, dass ihr den heutigen Tag überlebt. Wenn ihr diesen heutigen Tag überlebt, seid ihr von meinen Diensten freigesprochen. Ich danke euch, mein Herr. Wir werden unser Bestes tun. Man nickt den beiden nochmal zu. Ich nicke den beiden nochmal zu. Und gehe dann in mein Zimmer und unterhalte mich ein wenig mit Hilal über die kommenden Dinge. Und während du dich mit Hilal unterhältst, wird Kiaras wieder den Aufstieg wagen, gemeinsam mit den Befleckten von Eldan Gorbas, die er instruiert hat, für Praios zu kämpfen, für die 12 Götter. 12 Mann, die Kiaras jetzt folgen. Und während ihr wartet in der Taverne, abgedichtet, abgedunkelt, sodass kein Licht mehr von draußen nach drinnen fällt, euch ein bisschen aufwärmt, könnt von oben das weitere Trommeln des Regens hören. Ich möchte zwei Dinge tun. Erstens, natürlich, wie bereits angesagt, alles an Tauen und Seilen, was wir haben, so da hinten schon mal festmachen, dass man hinterher runter kann. Zweitens, immer. Ja. Könnt ihr euch vielleicht, ich weiß nicht, eine erhöhte Position suchen und Ausschau halten? Vielleicht vom Dach hier aus? Das kann auch ein Söldner machen, denke ich. Draußen ist ziemlich kalt. Ja, wir können doch sowieso kaum sehen wie im Regen. Richtig, und eure Augen sind die schärfsten. Ich glaube, das Adlerband hat mir genauso gute Augen. Überreden gegen Menschenkenntnis. Wer würfelt eine Menschenkenntnis? Du würfelst eine Menschenkenntnis und Ömer darf überreden würfeln. Um ihm jetzt davon... Ja, okay. Muss ich da noch was zu sagen? Fauler Sack. Na gut. Dann werden 3 Schützen designiert, die sich an strategisch sinnvollen Punkten verteilen dürfen. Vermutlich 2 hier auf dem Dach und wenn einer mutig ist, auf dem Tempeldach. Ja, du kannst sie ziehen. Ich habe halt nur 5er Gruppen. Naja. Ja, dann schick halt 5 da hoch. Oder mach eine Zweiergruppe draus. Nee, dann bleiben halt 5 Mann hier auf dem Dach. Die verteilen sich oben ein bisschen. Oder? Nein, ich... Überlass mir doch keine Entscheidung. Ja, du kannst dann bemerken, der ein oder andere Schütze steht an der Tür gelehnt. Gibt dann wohl einige Zeichen von denjenigen, Kommunikation von denjenigen, die auf dem Dach stehen, mit denen, der an der Tür steht. Irgendjemand nähert sich euch. Eine Gruppe aus 13 Leuten. Ungute Zahl. Bereithalten. Vielleicht ist es nur Karinor, aber... 13 Leute. Befehl zurückkommen lassen. Ja, irgendwann betritt dann Kiaras gemeinsam mit den Befleckten von Eldern die Taverne. Ein breiter Feder und wird weit sichtbar sein, denke ich. Kapitän, ich bin zurück.
Bei allen guten Göttern, als man mir sagt, dass 13 Leute anrücken, habe ich nicht mit euch gerechnet. Naja, nur so halb. Soweit ich weiß, kämpfen wir gegen Dämonen und nicht gegen den Namenlosen. Ach, wer weiß das schon. Wobei, ich hatte gehört, die haben auch Streit miteinander. Nun, Magister Eldan. Magister Eldan. Ich habe euch ein Geschenk mitgebracht. Sehr nett von euch, sehr nett von euch. Ich habe gar nicht daran gedacht, die Männer mitzunehmen. Aber ich dachte auch, das wäre nur eine reine Aufklärung hier. Ich nicke dir aber dankbar zu. Nun gut, ist Ahmad instruiert? Ja, er wird kommen, sobald das Leuchtfeuer zu sehen ist. Kapitän, jemand nähert sich. Wie viele? Wenn ich das richtig gesehen habe, Kommunikation vom Dach sagt eine Person. Was ist das denn? Brüste, weiblich. Den halten. Natürlich achten die Männer darauf. Den halten, kommen lassen, wenn zu nah ausschalten. Okay. Wenn sie vorbeigeht, lass sie passieren. Kann nur Kundschaft, könnte nur eine Kundschafterin sein. Captain, ist das vielleicht diese Hexe? Sein. Genau, das ist doch vermutlich diese Hexe da. Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Die Prälatin von Xeran, Azeril Scharlachkraut. Sie hat den Brief geschrieben. Den wir gefunden haben, nicht unseren. Immer wenn wir die Fensterläden hier aus hier schlunzen und schaut mal nach, von wo er wohl aus das vielleicht erkennen könnte. Ja, mittlerweile ist der Tag weiter vorangeschritten. Es ist ungefähr Sonnenhöchststand, auch wenn ihr die zwischen den Wolken überhaupt nicht erkennen könnt, aber dein grobes Zeitgefühl sagt dir so etwas. Und als du dann die Fensterläden öffnest, im Inneren natürlich kein Lichtschein, damit es hier keine merkwürdigen Lichtreflexionen gibt, du weiter im Dunkeln bist, kannst du wohl erkennen, wie eine Frau um die 40 mit exotischer Rüstung auf euch zukommt, den Weg benutzend, selbst sicher eine Kriegerin, das kannst du auf alle Fälle erkennen. Ihr Helm deutet wohl an, dass sie zur falschen Seite gehört. Du kannst eine Rune erkennen. Eine Rune, die wohl einem der Erzdämonen gehört, aber genau kannst du es nicht erkennen. Das ist zumindest nicht Charybdorot. Ja, man schiebt die Fensterläden wieder sanft zu und hoppelt leisen Schrittes, aber dennoch zügig wieder zum Kapitän. Großartig, wir sollten sie stellen. Kapitän, die hat irgendein komisches Zeichen auf dem Helm. Könnt ihr es aufmalen? Klar, wenn ihr was zu malen habt. Reiche mal auch so ein. Hat irgendwann versucht, mal schnell mit dem Kohlestift. Holzstifter aus dem Feuer. Irgendwann versucht, mal schnell mit dem Kohlestift aufzumalen, was es ist. Es sah ungefähr so aus. Ich kann es nicht besser machen, gerade ich. Erkennen wir das Zeichen, bevor er es fertig gemalt hat? Seine Hand festzuhalten, damit er es nicht zu Ende malt. Magiekunde, oder? Magiekunde bei der Kulte, erschwert oben nix. Götter und Kulte, Schwertturm 12, weil immer nicht wirklich. Nö, weil ja, dann immer. Vielleicht um einen Punkt noch erleichtert, weil mein Zeichen einen Punkt übrig. Ja, okay, würde ich akzeptieren. Also, wie gesagt, da ist nicht viel übrig. Erschwert um 12, erleichtert um 1. Die Leute, die diese Runde schon mal gesehen haben, erleichtert? Nee, weil die sieht echt scheiße aus. Ja! Steht das immer drin? Eldan, das ist die Rune von Belhalla, Xafai, dem Schlechter. Ja, ich halte mal seine Hand fest. Das reicht. Ich weiß, was ihr meint. Okay. Was meint ihr denn? Wo gehört die jetzt zu? Wo kommt die her? Ist das eine von Xerans Leuten? Rondras Gegenspieler schickt uns einer seiner Häscher. So. Großartig, ein ausgerechnet Asmus ist nicht hier. Ist das Chor? Die 5 Schützen weichen von der Tür zurück und lassen sie leise ins Schloss fallen. Verstecken sich hinter den Sessel. Dann könnt ihr von draußen neben dem platschenden Regen Schritte hören, die sich euch nähern. Sollten sie mit Fallen durchbohren? Diese Leute sind kampferfahren. Schützen in Position, alle Mann zurück. Wenn sie reinkommt, spickt sie mit Fallen. Die Klinke wird nach unten gedrückt. Die Tür öffnet sich ein Spalt.
Möchtet ihr direkt schießen oder gucken, was passiert? Es ist nur Belanha, wir warten. Wie guckt sie? Ja, sie schaut in die Taverne. Also gut, Sperrstunde, alle raus. Schaut sie euch an, entdeckt die Söldner, die mit aufgelegten Pfeilen sie mustern, betrachten, das Falkenbanner mit Schild und Schwert, euch, den Weißmagier, diese bunte Mischung und Sammlung und das Blut auf dem Boden. Ich schieße. Verzeiht. Befehl zurückgenommen. Ja, wir müssen diesen Kampf, glaube ich, nicht ausspielen. Eine Magdalena Nata, eine blutige Amazone, diesen Kampf wird sie höchstwahrscheinlich verlieren. Was passiert? Ja, dann lässt den Pfeil zuerst los. Das Alabana versteht er natürlich das Signal und von 31 abgefeuerten Pfeilen wird sie vermutlich von 28 durchlöchert. Ja, ich stehe so ein bisschen voraus, dass sollte sie irgendwie angreifen, dass ich sie abfangen kann. Aber ich denke nicht, dass es nötig ist. Ja, sie kippt nach hinten, sinkt auf den Boden mit ein einziges Röcheln noch. Das ist zu Ende. Ein einziger Speer, der jetzt gefallen ist, eine Amazone. Sagen und Legenden, damit ihr wisst, was es mit diesen Kriegerin auf sich hat. Schwert um 6 Punkte. Da habe ich es nicht geschafft. Ja, nicht. Na, für Jalan glaube ich gar nicht mal so sehr. Schwert um 6, das sollte glaube ich reichen, wenn du Tobria bist. Jo. Nach mit der maximal 1 habe ich es geschafft. Und Abelmir hat es auch geschafft. Abelmir, was weißt du denn über die? Über die Magdalanieta? Magdalienata. Genau, die. Sind ehemalige Amazonen in der dritten Dämonenschlacht, beziehungsweise davor schon an Borbarat gefallen oder übergelaufen. Und ja, Belhar-Paktiere. Ja. Was sind denn Amazonen? Amazonen sind Kriegerinnen, die sich Rondra verpflichtet fühlen, allerdings nicht im üblichen Sinne wie unser Untergeweihter Ahmad Shadar al-Bakra ibn Nasreddin, sondern einen eigenen Kult pflegen. Nur Kriegerin? Das sind ausschließlich Kriegerinnen. Es werden keine besser. Männer zugelassen. Ich trete mal so auf ihren Leichnam so. Welche Verschwendung. Widerliche Dämonen. Ich möchte einmal durchsuchen, ob sie irgendwelche Briefe, Befehle, irgendwas dabei hat. Nein, nichts außer dem, was eine Kriegerin sonst bei sich trägt. Sie hat wohl auf dem Rücken noch eine Fernkampfwaffe, ein Kriegsbogen, der wohl auch unglaublich viel Schaden anrichtet, mit den Kriegspfeilen versehen. Ein Säbel, den sie bei sich trägt. Wenn du sie weiter entkleidest, kannst du wohl noch die Paktmale erkennen. Blutige Handabdrücke je nachdem, was da eben so üblich ist. Diese wird jetzt einen blutigen Handabdruck direkt auf ihrem Herzen tragen. Nichts, was irgendwie von Interesse ist. Keine Befehle. Eine einfache Speerin. Ich habe eine Frage. Die Mädels sitzen ja in Kurkum, wenn ich mich recht entsinne, ja? In Kurkum, genau. Gehören die damit zu Xiranien oder unterstehen die trotzdem irgendwie Hafax? Sie unterstehen meines Wissens nach Xeran. Sie sind Tobrien in den Schwarzen Landen südlich von Mendena. Südwestlich von Mendena. Unterstehen ist eine Sache. Er hat sie gekauft. Und das mit richtig viel Geld, um sich da dann ihre Treue zu sichern. Das sind Söldner, wenn man so möchte. Mit einer der besten Söldnereinheiten, die man eben für Geld kriegen kann. Allesamt Belhalhar-Paktiere. Alleine eine Amazonin selbst kann schon viel Schaden anrichten. Aber wenn sie dann auch noch Belhalhar paktiert, die hat Xeran einfach für Geld gekauft und sich da dann eben diese Loyalität gesichert. Soll das wohl die vermutlich aus der Hafengarnison sein, die hier für Ordnung sorgen soll? Hoffen wir, dass sie nicht vermisst wird, bevor es zu spät ist. Ja, selbst wenn sie vermisst wird, viel ändern würde es nicht. Ich packe sie dann mal so an den Beinen und fange an, sie zu schleifen ins Leichenhaus. Immer schnappt sich sein Dolch, schneidet die
schneide die Gurte los von den vom Köcher und ja, nimmt den Köcher wieder mit ins Haus und fängt an, mit seinem Dolch zusammen die Pfeile aufzuschneiden, um die Spitzen an sich zu nehmen. Also ich, wenn sie 10 oder 20 Pfeile hatte, würde dann gleich 10 oder 20 Pfeilspitzen haben von Kriegspfeilen, die man dann später noch mal irgendwann auf die richtigen Schaftgrößen setzen muss für seinen Kurzbogen. Ihr werdet nicht die Waffe eines Paktierers an euch nehmen. Ich muss ihm da zustimmen, wir wissen nicht, was daran verdorben ist und was nicht. Und ich, wenn ihr Pfeilspitzen braucht... Das wird alles weggeschmissen. Richtig. Und wenn ihr Pfeilspitzen braucht, sagt Bescheid, wir besorgen welche. Ich würde die Blutspuren, die die Armatur hinterlässt, wenn sie geschliffen wird über den Boden, zum anderen Haus verwischen und mit Sand zudecken, dass man die gleich erkennen kann. Dass jemand lang geschliffen wurde und dann eine blutige Spur hinterlässt sozusagen. Ja, der Regen wäscht dann den Rest auch nochmal weg. Du kannst da ein bisschen Matsch draufpacken. Das soll auf alle Fälle gelingen. Kann man denn nicht erkennen, ob diese Pfeilspitzen irgendwie gefährlich sind? Weil dann würde man ja sonst gutes Material wegwerfen. Wir haben keinen Effortgeweihten dabei, also nein. Immer, das ist vielleicht eine Sache von 20 Dukaten neue zu kaufen. Wir werden das Risiko garantiert nicht ein. Nicht mal. Eine Pfeilspitze kostet nicht mal einen Heller. Ja, die guckt euch an, das sind Pfeilspitzen, die gehen durch Rüstung. Die guten sind schon ein bisschen teurer. Nichtsdestotrotz, es ist keine Summe. Immer verzieht das Gesicht und lässt die Pfeilspitzen auf dem Tisch liegen, wo er gerade die ganzen Pfeile ausgebreitet hatte und geht. Seid fast so gierig wie Carino, wisst ihr das? Hi. Kjaras kann noch erkennen, dass wohl die polierten Teile von ihr in Bronze, Gold, teilweise auch mit Dornen verziert sind und die Rüstung selber wohl einiges wert wäre. Wie gesagt, goldene Teile, Bronzenteile. Auch das ist schon Unsinn. Die Zeit vergeht weiter. Kann man vielleicht später einschmelzen. Die Zeit vergeht weiter. Der Sonnenhöchststand, auch wenn ihr sie wie gesagt nicht erkennen könnt, ist wohl schon rum. Mittlerweile schreiben wir 14 Uhr, Effortstunde. Und ein weiteres Mal könnt ihr etwas von der Tür erkennen. Schützen, die sich, nachdem sie dort etwas kommuniziert haben, wieder an dich wenden, Janand. Da nähert sich jemand. Diesmal einige mehr. Ich habe nicht genau verstanden, wie viele, aber viele. Eine große Zahl. Es gibt wohl wieder diese Frauen. Was sagtet ihr vorhin? Magdalena? Also das gleiche Zeichen wieder und irgendwie was Großes. Er deutet einmal mit seiner Hand über den Kopf. Ich kann das Zeichen nicht deuten, aber so haben sie gedeutet. Und dann, er schlängelt einmal seinen Arm. Aber sowas irgendwie. Keine Ahnung. Ich beherrsche das Attack nicht so gut. Kann ich da Sinn draus machen? Sind wir bei den Angriff vor. Dadurch, dass das oben auf dem, oben die Schützen, können da genauso wenig draus machen. Haben auch keinen Attack oder nicht so viel. Nee, aber hat er das Zeichen irgendwie grob nachgemacht. Macht das irgendwie mehr oder minder eindeutig Sinn? Wenn man das macht keinen Sinn. Nee, nicht auf Attack. Also kein Priesterzeichen oder sowas. Einfach nur eine Position angedeutet mit seiner Hand. Irgendwie auch über Kopfhöhe. Vielleicht sind es Torwaler oder Trollzacker. Weißt du nicht. Na gut, und die Frauen. Also Magdalena, das Zeichen ist das gleiche gewesen. Sie hat den Arm so bewegt. So, ich schlängel den mal so hin und her. So Schlangenarme. Ich vermute, sie wollen sich anschleichen. Sie schlängeln sich an. Und dann macht man hinten die Tür auf und schaut sich mal um. Genau, immer finde mir das heraus. Aber auch vor allem über uns mal gefallen, auch geschaut, den Himmel abgeschaut. Dicke Tropfen, die dir ins Gesicht fallen. Es ist kalt. Immer noch ist der Himmel geöffnet. Du kannst tatsächlich gar nicht so weit gucken. Das liegt jetzt allerdings nicht am Nebel, sondern einfach daran, dass es so dunkel ist, die dicken, schwarzen Wolken über dir. Ja, immer schaut sich mal hier so um, was er hier so sehen kann. Also bis nach hier unten und hier so den Bereich. Ja, wenn du da stehen bleibst, kannst du nichts erkennen. Auch am Himmel gar nichts. Kein Kreischen, kein Flügelschlagen. Oh. Mittlerweile weichen die Schützen von der Tür zurück. Gehen wieder in Position. Diesmal können wir sie nicht hineinlassen. Wir warten, bis sie nah genug dran sind und schießen dann aus allen Fenstern und werden ihnen entgegenstürmen müssen. Wenn wir müssen. Alle waren bereit.
Man sucht sich hier draußen irgendwo ein Versteck, und so hier so 15 Meter entfernt. Dann brauche ich jetzt auf alle Fälle eine Sichtverstecken-Probe. Sie ist erschwert um... es ist, wie gesagt, dunkel und es regnet. Sie ist nur erschwert um 5, beziehungsweise erleichtert um 5, Entschuldigung. Da kommt jetzt auf alle Fälle diesen Chef. Okay. Ich gebe mal 2 ASP aus, um mein Versteckenwert um 4 zu erhöhen. Habe ich 29er Modifikator. Autsch. Ja, du blickst dich weiter um und kannst erkennen, dass eine Prozession mit verschiedenen Leuten auf euch zukommt, direkt auf dem Weg befindlich in Richtung Norden geht. Dabei sind 6 Magdalenata unterwegs. Dahinter 2 Homeria, ein Paktierer, weitere Homeria. Ein paar, das sieht so aus wie Menschen, sie tragen ein verhülltes Ding, was sie hinter sich tragen, jeweils auf den Schultern. Die Stäbe, darüber dann ein Podest. Und dahinter weitere Magdalenata. Ja, die schaffen das schon. Das sind große Helden und die haben einen ganz tollen Plan und die wissen, was sie tun. Sollten wir eventuell das Leuchtfeuer entzünden? Leuchtfeuer entzünden wir in dem Moment, in dem wir angreifen. Wir wollen schließlich jetzt Überraschungsmomente von unserer Seite haben. Ja, natürlich, aber... Dieses Ding, ist das eine Lade oder ist das so ein Thron, der getragen wird? Du kannst gar nichts erkennen. Achso, okay. Du weißt gar nichts. Gut. Stützen. Wenn ihr irgendwelche Paktierer der Anselferin ausmachen könnt, die zuerst. Danach, ich sagte, es kommt noch mehr von diesen Amazonen. Schwarz-Amazonen. Vielleicht sollten wir erst auf die zählen. Die Paktierer könnten geschützt sein gegen Pfeile. Er hat recht. Zuerst auf die Schwarz-Amazonen. Eltern, aber mir, wenn irgendein Dämon erscheint, seht zu. Wagenbonner, bilden wir eine vernünftige Linie, an der wir sie aufhalten können. Mittlerweile verschwinden die Leute zwischen Absteig und Tempel. Also für Ömer sind sie von der Position zumindest nicht mehr zu erkennen. Sie sind jetzt hinter deinem Blick verborgen. Und die anderen können jetzt im Inneren schwere Stiefelschritte hören von Kriegsstiefeln, die dort langziehen. Gehen, schabende Geräusche, Klacken von vielleicht so etwas wie Spinnenbein. Und das Murmeln, darum. Blubbeln. Ja, ich wende mich nochmal kurz an die anderen, flüstere nochmal. Nun, Männer, darauf haben wir hingearbeitet. Jetzt heißt es alles oder nichts. Auf mein Kommando. 1, 2, 3. Dann reiße ich die Tür auf und wir stürmen raus. Ja, ich lasse sofort das Leuchtfeuer in die Luft schießen. Du musst dafür auch natürlich nach draußen treten, ne? Sonst bringt das nichts. Ja, natürlich. Ich bin direkt hinter Yalan. Mit als erstes aus der Tür. Gut, dann gehen wir in die Initiative. Und die würfel ich jetzt für jeden, der dort ist, einzeln aus. Magdalenata, Ini 15 plus 1, gar nicht so viel. Dann haben wir hier noch Romeria, gar nicht so viel. Und 14 und 16... Jeder kann sich auf draufziehen. Die Omeria haben 14. Die Magdalenata sind nur bei 16. Bin ich von meiner 18 ja gar nicht mal so gut. Ja, Ömer ist natürlich wieder der Boss. Aber er ist hinterm Haus, ich kann erst reagieren, wenn er was hört. Ja, wenn die Tür ausspringt und Angriff gebrüllt wird, oder Rondra oder so. Vermutlich Rondra ist in der Schwarz-Amazonen. Genau, dann kann er der Fuß regeln. Gut, jeder hat sich positioniert? Nein. Fehlen noch die beiden Magier. Eldan ist auf der 16. Also, du meinst auf dem Brett. Genau. So, gerade meine Initiative. Da. Ömer war auf der 22 oder 23? Ich habe mich schon richtig gezogen, hab ich war auf der 23, weiß nicht, wer mich da wegzieht. Ich habe den Token einfach nur größer gemacht, deswegen ist das ein bisschen verrutscht. Ja, was ist mein Token? Musst du aber kopieren. Moment. Steuerung C, Steuerung V und wir machen den nochmal größer. Moment. Jetzt. Wenn ich V drücke, dann passiert gar nichts. Ups. Ja, du musst den Token markieren, dann Steuerung C. Und verdreht. Ah. Okay.
Links, will ich richtig rumdrehen, die Token? Clear facing. Bitte? Clear facing. Achso. Gut, ich schenke euch. Moment, ich muss erstmal gucken, ob die überrascht sind. Sie können Blut riechen. Zumindest die Magdalena Nata. Ja, das haben die geschafft. Die sind nicht überrascht, aber die Humeria sind überrascht. Das heißt, die werden in dieser ersten Aktion nichts tun. Wir beginnen von unten nach oben. Ihr könnt jederzeit Stopp rufen. Die Schützen sind dran. Die Schützen haben klaren Befehl bekommen und werden schießen. Das sind hier einmal oben zwei Stück. Die anderen müssen erstmal nachrücken. Die können also noch nicht schießen, aber zwei Stück auf alle Fälle. Gut, das sind auf alle Fälle zwei Treffer. Die werden erstmal die gefährlichen Amazonen hier vorne versuchen auszuschalten. Da wird natürlich dann Pfeil auf Rüstung prallen. Da passiert erstmal nicht so viel. Beziehungsweise natürlich die Treffen, bisschen des Schaden. So, Schützen sind durch, Homeria sind dran. Möchte gerne Stopp rufen. Ja, Homeria können auch nicht dran, also 14 ist durch. Jala. Ich möchte gerne, ja. Zwei Fragen. Erstens, auf welcher Inni ist das Falkenbanner? Das sehe ich hier gerade nicht. Das Falkenbanner ist auch bei der 12 dann. Auch bei der 12. Gut, dann möchte ich gerne vor die vorgezogen haben, wenn mir das noch erlaubt ist. Ja, ja, die müssen sowieso erstmal rausrennen. Okay. Zweite Frage. Die Homere sind überrascht. Das bedeutet, sie dürfen diese Runde nicht agieren, richtig? Habe ich eben schon gesagt, genau. Ja, ich wollte es nochmal klargestellt haben. Ja. Dann freie Aktion. Zwei Worte zum Falkenbanner. Also mit der linken Hand nach Norden gedeutet. Abschneiden und dann Sturmangriff. Gut, dann abschneiden ist nur eine freie Aktion. Das ist der Befehl für die, wenn sie dann irgendwann nachher irgendwann aus der Tür rauskommen können. Und du machst den Sturmangriff. Dann kannst du gerne würfeln. Könnte mich umbringen. Wie viele Meter sind das? Genug, das sind 14. Okay. Na, hätte ja sein können. Geschwindigkeit. Gibt's eine Mindestreichweite? Ja, Geschwindigkeit 4 Meter. Mal 3? Also, Mindestreichweite sind 4 Meter. Ja, nee, ich meine, was das drüber ist. Geschwindigkeit mal 3 oder Geschwindigkeit mal 2? Mal 3, sprinten. Mal 3, sprinten, okay. Ich glaube, das ist nirgendwo so richtig festgelegt. Was hast du für eine Sprintgeschwindigkeit? Mit der Rüstung? 4 mal 3, 12 Meter. Oh. 12 Meter. Dann hast du 14 Meter. Kannst du dann meinetwegen eine Aktion Position machen. Du hast vorgezogen. 3. Ja, Moment, ich bin nochmal ein erschwerendes am Eintragen. Das ist die 4. Immer 2 zur Chance, hören wir 3, sind wir weiter 6. Nein, nicht die 46. 2. Ist gerade. Ja, es ist. Chip, nein, Chip, nein, 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 nein. Da ist der erste Chip. Das ist gelungen. Ich frage mich gerade sowieso, warum du angreifen kannst. Also, noch einmal. Du hast. Achso, das sind 12 Meter. Okay, dann reicht das sogar. Gut. Ja, zusammen mit Aktion Position. Da ist der erste Chip geflogen. Du hast einen. Du hast einen Chip von Ahmad bekommen, der hat ihn übertragen, was ich erlaubt habe. Das heißt, meine Schadenserhöhung, ich kriege eine 4 aus dem Manöver, ich kriege die Hälfte meiner Geschwindigkeit, also nochmal 3, ich kriege 8 Punkte Schaden drauf, hier hast du es geworfen und Yamash Aquam fällt den ersten, hoffentlich. 22 Schaden, ich schaue gerade mal nach, was die Homeria, die haben einen Rüstungsschutz von 6 und zwar natürlich. Können wir abziehen, dann sind das trotzdem immer noch, ja, du kannst den ersten Homeria auf alle Fälle zu Boden schicken. Zwei Wunden, beschreiben. Na ja, dann stürmt er raus und berührt nochmal Rondra! Und über den Kopf geschwungen, das schwarze Schwert kaum von der dunklen Umgebung zu unterscheiden, knackt er von oben geschwungen den ersten Homeria, als er dann noch in ihn prallt. Dann sind zwei Aktionen durch, 18 ist fertig, die Homeria waren auf der 14 dran. Jetzt kommen die Magdalena Nata, beziehungsweise ich sage Eldan, du bist dran, du musst jetzt handeln.